Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich lese heute die Schlussfolgerung von dem Buch Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Nachdem ich das ganze Buch gelesen habe, inklusive vieler Fußnoten und Anhänge, und hiermit erklärt habe, durch Alexander Hislop sein Werk und auch meine Kommentare, und wir festgestellt haben, wo Babylon, oder besser gesagt, wo das moderne Babylon, Rom, herkommt, wo es wirklich seine Wurzeln hat, bleibt mir nur noch diese wichtige Schlussfolgerung zu lesen. Ich werde auch versuchen, das nicht zu schnell zu machen, weil es ist für mich unheimlich wichtig, dass das gut einsinkt. Ich finde diese Schlussfolgerung eigentlich das Wichtigste in dem ganzen Buch. Alexander Hislop fängt an und meine Kommentare sind hier eingearbeitet. Nun habe ich die Aufgabe vollendet, die ich mir vorgenommen hatte. Und das gilt auch für mich, Jörg. Es war eine lange Reise in die verborgene Historie, die nicht nur einmal gelesen werden sollte, sondern wir sollten uns täglich daran erinnern, woher der Betrug der römisch-katholischen Kirche kommt, die sich heute als das Christentum ausgibt, wobei sie doch die Kirche des Teufels ist. Als wahre Christen, die dem Wort Gottes und in seiner Bibel folgen, ist es unsere Pflicht, unsere Mitmenschen vor dieser großen Lüge des Katholizismus zu warnen. Aber ebenso wie es zu Jesus Zeiten war, ist's auch heute. Die Wahrheit ist nicht beliebt. Und wer sich traut, für sie gerade zu stehen, der wird angegriffen, lächerlich gemacht, radikalisiert und ausgeschlossen vom sozialen Leben. Aber genau das sollte uns bestärken und nicht schwächen. Es steht geschrieben im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14 und folgende, Zitat: Ziehet nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Ende Zitat. Das sollten wir uns täglich vor Augen führen und danach leben, denn schmal ist der Weg, der zum ewigen Leben führt, breit jedoch ist der Pfad der Verdammnis. Alexander fährt in dem Buch fort. Auch jetzt ist das Beweismaterial nicht annähernd erschöpft. Doch aufgrund der angeführten Beweise wende ich mich an den Leser mit der Frage, ob ich nicht jeden Punkt bewiesen habe, den zu beweisen ich mich verpflichtet habe. Gibt es jemanden, der aufrichtig die Beweisführung überdacht hat und jetzt zweifelt, dass Rom das apokalyptische Babylon ist? Gibt es jemanden, der es zu leugnen wagt, dass es vom Fundament bis zum obersten Stein im Wesentlichen ein System des Heidentums ist? Was muss dann die praktische Schlussfolgerung aus all dem sein? Erstens: Jeder Christ möge es von nun an und für immer als etwas aus dem Christentum Ausgestoßenes betrachten. Anstatt von ihm als einer christlichen Kirche zu sprechen, möge es als das Geheimnis der Gesetzlosigkeit erkannt und angesehen werden, ja, als die Synagoge Satans selbst. Mit solch überwältigenden Beweisen bezüglich ihres wahren Charakters wäre es eine Torheit, ja schlimmer, ein Verrat an der Sache Christi, nur in der Defensive zu stehen, mit ihren Priestern über die Rechtmäßigkeit protestantischer Ordnungen zu verhandeln, über die Gültigkeit protestantischer Sakramente oder die Möglichkeit der Erlösung außerhalb ihrer Gemeinschaft. Wenn man jetzt zulassen sollte, dass Rom einen Teil der Gemeinde Christi bildet, welches System des Heidentums, das je existierte oder noch immer existiert, könnte dann nicht den gleichen Anspruch erheben?
Auf welcher Grundlage könnten die Anbeter der ursprünglichen Madonna mit dem Kind zu alter Zeit aus dem Gemeinwesen Israels ausgeschlossen oder als Freunde für den Bund der Verheißung erwiesen werden? Auf welcher Grundlage könnten die Anbeter Vishnus heutigen Tags aus den Grenzen solch weiter Toleranz verwiesen werden? Die alten Babylonier hielten und die modernen Hindus halten immer noch fest an klaren und deutlichen Überlieferungen über die Dreieinigkeit, die Fleischwerdung, die Sühne. Doch wer wird zu sagen wagen, dass eine derartige Anerkennung der Hauptartikel der göttlichen Offenbarung rein als Lippenbekenntnis den Charakter des einen oder des anderen Systems von dem Brandmal des tödlichsten und gottentehrenden Heidentums befreien könnte? Und das gilt ebenso im Hinblick auf Rom. Es stimmt, es lässt dem Namen nach christliche Begriffe und christliche Bezeichnungen zu. Doch alles, was in seinem System offensichtlich christlich ist, wird mehr als neutralisiert durch das bösartige Heidentum, das es enthält. Angenommen, man kann nachweisen, dass das Brot, das das Papsttum seinen Anhängern reicht, ursprünglich aus dem allerfeinsten Weizen gemacht wurde. Was aber ist, wenn jedes Teilchen dieses Brots von Blausäure oder Strychnin durchsetzt ist? Kann die ausgezeichnete Qualität des Brotes das Gift überwinden? Kann es für diejenigen, die sich weiterhin von der vergifteten Nahrung ernähren, die es ihnen anbietet, etwas anderes geben als Tod, geistlichen und ewigen Tod? Ja, das ist hier die Frage. Und wir wollen uns ihr ganz und gar stellen. Kann es Heil geben in einer Gemeinschaft, in der zum fundamentalen Grundsatz erklärt wird, dass die Madonna unsere größte Hoffnung, ja, der alleinige Grund unserer Hoffnung ist? Die Zeit ist gekommen, da die Liebe zu den zugrunde gehenden Menschenseelen, die durch eine heidnische Priesterschaft hereingelegt werden, die den Namen Christi missbraucht, fordert, dass die Wahrheit in dieser Sache klar, laut und unerschrocken verkündet werden soll. Das Tier und das Bild des Tieres stehen beide enthüllt vor der ganzen Christenheit, und jetzt trifft die schreckliche Drohung des Wortes Gottes hinsichtlich ihrer Anbetung voll zu, wie wir in Offenbarung Kapitel 14, Verse 9 und 10 lesen können. Zitat: Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirne oder auf seine Hand nimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und dem Lamm. Ende Zitat. Diese Worte sind von furchtbarem Gewicht. Und wehe dem, der schließlich unter der Schuld befunden wird, die sie anzeigen. Wie schon von Eliot anerkannt, enthalten diese Worte eine chronologische Prophezeiung. Eine Prophezeiung, die sich nicht auf das Mittelalter bezieht, sondern auf eine Zeit, die nicht weit von der Vollendung entfernt ist, wenn das Evangelium weit verbreitet ist und helles Licht auf den Charakter und das Schicksal der abgefallenen Kirche Roms scheint, wie wir in Vers 6 bis 8 in der Offenbarung 14 lesen können. Zitat: Und ich sah einen anderen Engel durch die Mitte des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium den Bewohnern der Erde zu verkündigen, alle Nationen und Stämmen und Zungen und Völkern. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer, zweiter Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Ende Zitat. In der göttlichen Chronologie der Ereignisse kommen sie unmittelbar, nachdem ein Engel verkündigt hat, Zitat: Babylon ist gefallen, es ist gefallen. Ende Zitat. Wir haben sozusagen mit eigenen Ohren diesen vorausgesagten Fall Babylons vernommen, wie er von den Hochburgen Roms selbst angekündigt wurde, als die sieben Hügel der ewigen Stadt, von dem Kanonen widerhalten, die nicht nur den Bürgern der Römischen Republik, sondern der weiten Welt verkündeten: Das Papsttum ist gefallen, de facto und de jure, von dem weltlichen Thron des römischen Staates.
Die Offenbarung kündigt zwei Stürze Babylons an. Der oben erwähnte ist offensichtlich nur der erste. Die Prophezeiung deutet klar an, dass es nach dem ersten Fall zu einer größeren Höhe als zuvor ansteigt, daher die Notwendigkeit der Warnung. Eben dieses höhere Ansteigen als zuvor offenbart sich uns heute, 2016, und nicht 1850er Jahre, in denen Alexander Hislop das Buch geschrieben hat, wo die anscheinend tödliche Wunde seit 1929 immer mehr heilt und das Papsttum durch die Jesuiten die Könige der Welt regiert. Sie sind die Puppen an seinen Strängen. Die ersten Christen waren gewarnt, dass wenn der Cäsar wegfällt, der Sohn des Verderbens, der Mann der Sünde, das kleine Horn offenbart werden würde, der Antichrist der Bibel. Die Warnung in Offenbarung 14 gilt für die Christen, die sich durch das Zufügen der tödlich erscheinenden Wunde, das Verbieten der Jesuiten in 1773 ebenso, in Sicherheit wiegen und denken, jetzt ist alles in Butter und wir müssen nur freudig auf das zweite Kommen unseres Herrn warten. Irrtum! Die Verfolgung wird weiter zunehmen und erst enden mit dem Kommen von Jesus Christus. Bis dahin müssen wir leiden für unseren aufrichtigen Glauben und Zeugnis ablegen von ihm und den Antichristen offenkundig machen. Das ist die hauptsächliche Aufgabe von mir und diesem YouTube-Kanal, um mit Hilfe von Werken wie diesem Buch die einzige Wahrheit und den Betrug des Antichristensystems ans Licht zu bringen. In der Reihenfolge der Prophezeiung kommt nun diese furchtbare Drohung nach diesem Fall Babylons. Kann es dann einen Zweifel geben, dass diese Drohung sich ganz besonders auf eben diese Zeit bezieht? Vor unserer Zeit war nie die wahre Natur des Papsttums völlig enthüllt worden, war nie das Bild des Tieres errichtet worden. Bevor das Bild des Tieres errichtet wurde, bevor der lästerliche Erlass von der unbefleckten Empfängnis verkündet wurde, hatte kein solcher Abfall stattgefunden, auch in Rom nicht, und man hatte keine solche Schuld begangen, wie sie jetzt das große Babylon begeht. So ist dies von unendlicher Wichtigkeit für jeden innerhalb der Kirche Roms, auch für jeden, der wie so viele heute in Richtung der Stadt der sieben Hügel sieht. Wenn jemand beweisen kann, dass sich der Papst nicht alle Hoheitsrechte anmaßt und im Wesentlichen alle lästerlichen Titel jenes babylonischen Tieres trägt, das die Wunde des Schwertes hat und lebendig geworden ist, und wenn er zeigen kann, dass die Madonna, die vor so kurzer Zeit einstimmig erhöht wurde, nicht in jeder wesentlichen Hinsicht das gleiche wie das chaldäische Bild des Tieres ist, dann mag er sich in der Tat erlauben, die Drohung zu verachten, die in diesen Worten enthalten ist. Doch wenn weder das eine noch das andere bewiesen werden kann, und ich fordere die strengste und genaueste Prüfung in beiderlei Hinsicht, dann mag wohl jeder innerhalb des Papsttums bei einer solchen Drohung erzittern. Und dann möge wie nie zuvor die göttliche Stimme, und das ist eine Stimme der zärtlichsten Liebe, gehört werden, wie sie von ewigem Thron für jeden Anhänger des mystischen Babylon erklingt. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Zweitens. Wenn aber die Schuld und Gefahr derer, die der römischen Kirche anhängen und glauben, dass sie die einzige Kirche ist, in der Heil gefunden werden kann, so groß ist, wie muss dann die Schuld derer sein, die mit einem protestantischen Bekenntnis nichtsdestoweniger das verurteilte Babylon unterstützen? Ja, da denken wir doch mal an all die großen protestantischen Kirchen, vor allem in den USA, die durch 501c3 steuerbefreiten Status ihren Glauben verkauft haben, an die ökumenische Bewegung, die aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil erwuchs und Protestanten hervorbrachte und bringt, die keine Ahnung haben, gegen was sie eigentlich protestieren. Die Verfassung unseres Landes England fordert, dass unsere Königin schwört, bevor ihr die Krone aufgesetzt werden kann, bevor sie sich auf den Thron setzen darf, dass sie glaubt, dass die wesentlichen Lehren Roms abgöttisch sind. Alle Kirchen Britanniens, ob sie unterstützt werden oder nicht, erklären einstimmig dasselbe.
Sie verkünden alle, dass das System Roms ein System lästerlichen Götzendienstes ist. Und doch können die Mitglieder dieser Kirchen mit protestantischem Geld die Schulen, Colleges und Kapläne dieses abgöttischen Systems unterstützen. Wenn nun die Schuld der Katholiken groß ist, muss die Schuld der Protestanten, die ein solches System unterstützen, 10-mal so groß sein. Und der Autor spricht hier von den 1850er Jahren. Heute sind wir 160 Jahre tiefer in den Sumpf dieses abgöttischen Systems gesunken und bleiben sinken, wenn wir uns nicht an das Wort unseres Herrn klammern. Diese Schuld hat sich während der letzten 3 oder 4 Jahre stark angehäuft. Während der König von Italien in den eigenen Ländern der Kirche, die nur vor kurzem die eigenen Herrschaftsgebiete des Papstes waren, die Klöster abschaffte, und in einem Zeitraum von 2 Jahren wurden nicht weniger als 54 abgeschafft und ihr Eigentum beschlagnahmt, tat die britische Regierung als politische Maßnahme genau das Gegenteil. Sie duldete nicht nur stillschweigend die Errichtung von Klöstern, die durch das Landesgesetz verboten sind, sondern subventionierte auch noch diese illegalen Einrichtungen unter der Bezeichnung von Besserungsanstalten. Nun, wer Englisch versteht, sollte sich zu diesem Thema ganz dringend die Lesung von Tom Fress auf Inquisition Update anhören, wo er das Buch Rome and Civil Liberty von James Atkin Wiley bespricht, das genau in der Phase geschrieben wurde. Anfang der 1860er Jahre, meine ich, hat Wiley das Buch geschrieben. Ich hatte das ja auch schon mehrmals während der Lesung dieses Buches erwähnt. Und wenn ihr Englisch könnt, hört euch das an. Es ist unglaublich wichtig, weil da sieht man, wie damals die Engländer den Protestantismus aufgegeben und dem Verfall der römischen Kirche gefolgt sind. Erst vor kurzer Zeit wurde von Seiten des Catholic Directory gesagt, dass im Zeitraum von 3 Jahren 52 neue Klöster dem Klostersystem Großbritanniens hinzugefügt wurden. Das ist fast die Zahl, die die Italiener beschlagnahmt hatten, doch christliche Männer und Frauen und christliche Kirchen betrachten dies mit Gleichgültigkeit. Wenn es je eine Entschuldigung dafür gab, dass man die durch unsere nationale Unterstützung des Götzendienstes begangene Schuld leicht nahm, so wird diese Entschuldigung nicht länger nützen. Der Gott der Vorsehung hat in Indien gezeigt, dass er der Gott der Offenbarung ist. Er hat einer vor Schreck wie gelähmten Welt durch Ereignisse bewiesen, die jeden erschrocken aufhorchen ließen, dass jedes Wort des Zorns vor 3000 Jahren gegen den Götzendienst geschrieben, heute noch genau solche Kraft hat wie damals, als er das Bundesvolk Israel wegen ihrer Götzen verließ und sie in die Hände ihrer Feinde verkaufte. Wenn Menschen zu verstehen beginnen, dass es für bekennende Christen gefährlich ist, den heidnischen Götzendienst Indiens zu unterstützen, müssen sie wirklich blind sein, wenn sie nicht genauso sehen, dass es ebenso gefährlich sein muss, den heidnischen Götzendienst Roms zu unterstützen. Worin unterscheidet sich das Heidentum Roms von dem des Hinduismus? Nur darin, dass das römische Heidentum das vollständigere, abgeschlossenere, gefährlichere, heimtückische Heidentum von beiden ist. Ich fürchte, dass sich nach allem, was gesagt wurde, nicht wenige von der obigen vergleichenden Beurteilung des Papsttums und des offenen Heidentums empört abwenden werden. Ich möchte daher meine Meinung durch die Zeugnisse zweier bekannter Schreiber unterstreichen, die in dieser Sache sehr kompetent sind. Sie werden zumindest zeigen, dass ich mit der Beurteilung, die ich aufgestellt habe, nicht alleine stehe. Die Schreiber, auf die ich mich beziehe, sind Sir George Sinclair von Albster und Dr. Bonar von Kelso. Es gibt wenige, die das System Roms gründlicher studiert haben als Sir George. Und in seinen Letters to the Protestants of Scotland, also in seinen Briefen zu den Protestanten von Schottland, setzte er all den Reichtum seines Geistes, die wunderbare Gewandtheit seines Stils und die Fülle seines hochgebildeten Denkens zur Erläuterung dieses Themas ein. Das Zeugnis von Sir George lautet also, Zitat:
Der Romanismus ist ein verfeinertes System christianisierten Heidentums und unterscheidet sich von seinem Prototyp hauptsächlich dadurch, dass er noch verräterischer, grausamer, gefährlicher und intoleranter ist. Ende Zitat. Die reiflich erwogene Meinung von Dr. Bonar ist genau die gleiche. Und zwar äußerte er sie auch insbesondere im Hinblick auf das Blutbad von Kanpur in Indien. Ich werde einen Link dazu in die Beschreibungsbox des Videos einfügen, dass ihr euch informieren könnt, über was es hier geht. Nun, Bonar sagt, Zitat, wir tun für das Papsttum zu Hause, was wir auswärts für Götzendiener getan haben. Und am Ende werden die Ergebnisse dieselben sein. Nein, schlimmer noch, denn päpstliche Grausamkeit und Durst nach dem Blut der Unschuldigen waren das roheste und unbarmherzigste, was die Erde je gesehen hat. Kanpur, Delhi und Bareilly sind nur Staub im Vergleich zu den dämonischen Brutalitäten, die durch die Inquisition und durch die Heere des päpstlichen Fanatismus verübt wurden. Ende Zitat. Dies sind Worte der Wahrheit und Nüchternheit, die keiner, der mit der Geschichte des modernen Europas vertraut ist, bestreiten kann. Es besteht die größte Gefahr, dass sie jetzt übersehen werden. Das wäre ein fataler Fehler. Die bedeutungsvolle Tatsache darf nicht übersehen werden, dass, während die apokalyptische Geschichte der Vollendung aller Dinge entgegenstrebt, in jener göttlichen Ankündigung jedes andere Heidentum der Welt gewissermaßen durch das Heidentum des päpstlichen Roms in den Schatten gestellt wird. Gegen das Babylon, das auf den sieben Hügeln sitzt, werden die Heiligen vorgewarnt. Wegen der Anbetung des Tieres und seines Bildes hauptsächlich sollen die Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, über die Völker ausgegossen werden. Falls nun die Stimme Gottes in dem jüngsten indischen Unglücksfällen gehört wurde, wird der Protestantismus Britanniens sich aufmachen und sogleich und für immer sowohl dem Götzendienst Hindostans als auch dem noch bösartigeren Götzendienst Roms jegliche nationale Unterstützung völlig entziehen. Dann gäbe es tatsächlich eine Verlängerung unserer Ruhe. Dann wäre da Hoffnung, dass Britannien erhoben wird und dass seine Macht auf einem festen und stabilen Fundament ruhen wird. Wenn wir jedoch nicht die Stimme hören, wenn wir den Verweis nicht annehmen, wenn wir uns weigern, zurückzukehren, wenn wir darin beharren, auf Kosten des Landes dieses Götzenbild der Eifersucht, das zur Eifersucht reizt, beizubehalten, dann haben wir nach den wiederholten und immer stärker werdenden Schlägen, die die Gerechtigkeit Gottes uns ausgeteilt hat, allen Grund zu fürchten, dass die Unglücksfälle, die unsere Landsmänner in Indien so hart getroffen haben, noch härter uns selbst treffen werden, innerhalb unserer eigenen Grenzen zu Hause. Denn als das Götzenbild der Eifersucht in Jerusalem durch die Ältesten Judas aufgestellt wurde, sagte der Herr, so will auch ich handeln im Grimm. Ich werde nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben. Und rufen sie auch vor meinen Ohren mit lauter Stimme, so werde ich sie doch nicht erhören. Der die Sepoys losließ, die Sepoys eben zur Erklärung, ist ein vom Persisch abstammendes Wort, aus dem Wort Soldat, aus Persien abstammend, ist die Bezeichnung für die indischen Soldaten der britischen Ostindien-Kompanie und der British Indian Army während der britischen Kolonialherrschaft in Indien. In den portugiesischen Kolonien in Indien und Südostasien wurden die Soldaten analog Sipaio oder Sipaio genannt. Und einen Wikipedia-Link zur näheren Erklärung gebe ich auch hier in die Beschreibungsbox des Videos mit. Also, der die Sepoys losließ, dessen abgöttischen Gefühlen und gegen die Gesellschaft gerichteten Neigungen wir so viel Vorschub geleistet hatten, um uns für die schuldhafte Huldigung zu bestrafen, die wir ihrem Götzendienst erbrachten, kann ebenso leicht die päpstlichen Mächte Europas loslassen, um sich an uns für unser kriminelles Katzbuckeln vor dem Papsttum zu rächen. Drittens. Wenn die in diesem Werk angeführten Ansichten richtig sind, ist es weiter an der Zeit, dass die Gemeinde Gottes aufgerüttelt wird.
müssen die Zeugen noch getötet werden und ist das Bild des Tieres erst in den letzten ein, zwei Jahren errichtet worden, auf dessen Veranlassung das blutige Werk verrichtet werden soll? Ist das denn die Zeit für Gleichgültigkeit, für Faulheit, für Lauheit in der Religion? Doch leider, wie wenige gibt es, die ihre Stimme wie eine Posaune erheben, die auf Gottes heiligen Berg Alarm schlagen, die sich selbst entsprechend der Größe der Notlage regen, um die in Schlachtordnung aufgestellten Heere des Herrn für den kommenden Konflikt zu sammeln? Die Agenten Roms, das sind die Jesuiten. Die Agenten Roms arbeiten seit Jahren unaufhörlich, Tag und Nacht, zur Zeit und zur Unzeit und in jeder erdenklichen Weise, um die Sache ihres Herrn voranzutreiben. Und sie haben zum großen Teil Erfolg. Doch die Kinder des Lichts haben es zugelassen, dass sie in eine verhängnisvolle Sicherheit eingelullt wurden. Sie haben ihre Hände gefaltet. Sie sind so fest eingeschlafen, als wäre Rom tatsächlich von der Erdoberfläche verschwunden, als wäre Satan selbst gebunden und in die abgrundtiefe Grube geworfen worden und als hätte die Grube ihren Mund hinter ihm geschlossen, um ihn 1000 Jahre lang festzuhalten. Wie lange soll dieser Zustand andauern? O Gemeinde Gottes, erwache, erwache! Öffne deine Augen und sieh, ob da nicht dunkle und tief hängende Wolken am Horizont sind, die auf ein nahendes Gewitter hinweisen. Erforsche selbst die Schrift, vergleiche sie mit den Fakten der Geschichte und sage, ob es nicht schließlich doch Grund gibt zu befürchten, dass den Heiligen ernstere Zeiten bevorstehen, als den meisten anscheinend bewusst ist. Wenn es sich herausstellen sollte, dass die auf diesen Seiten eröffneten Ansichten biblisch und gut fundiert sind, sind sie es zumindest wert, Gegenstand einer ernsten und gebetsintensiven Untersuchung zu werden. Es kann nie gut sein, ein trügerisches Gefühl der Sicherheit gewähren zu lassen, das nach nichts fragt, wenn, falls sie wahr sind, die einzige Sicherheit in einem rechtzeitigen Wissen um die Gefahr und angemessener Vorbereitung liegt, um ihr zu begegnen, bei aller Aktivität, allem Eifer und allem geistlichen Denken. An der Annahme, dass besondere Gefahren nahe bevorstehen und dass sie Gott in seinem prophetischen Wort offenbarte, zeigt sich seine Güte. Er hat die Gefahr angekündigt, damit wir nicht nur vorgewarnt, sondern auch vorher gerüstet sind, damit wir uns, nachdem wir unsere eigene Schwäche erkennen, auf seine allmächtige Gnade werfen, damit wir die Notwendigkeit einer neuen Taufe mit dem Heiligen Geist verspüren, damit die Freude am Herrn unsere Stärke ist und wir sorgfältig und für den Herrn entschlossen sind, und zwar für den Herrn allein, ohne Kompromisse, damit wir, jeder in seinem eigenen Bereich, mit verstärkter Kraft und vermehrtem Fleiß im Weinberg des Herrn arbeiten und so viele Seelen retten, wie wir können. So viele Seelen retten, wie wir können, solange noch Zeit ist und die vorhergesagte dunkle Nacht noch nicht da ist, in der niemand wirken kann. Auch wenn uns düstere Zeiten bevorstehen, gibt es keinen Raum für Verzagtheit, keinen Grund zu sagen, dass unter solchen Aussichten jede Anstrengung vergeblich ist. Der Herr kann zu seiner eigenen Verherrlichung die Bemühungen derer segnen und zum Erfolg führen, die sich wirklich gürten, um seine Schlachten unter den hoffnungslosesten Umständen zu führen. Und er kann genau dann, wenn der Feind wie eine Flut hereinbricht, durch seinen Geist eine Standarte gegen ihn erheben. Ja, dies ist nicht nur möglich, sondern das prophetische Wort liefert allen Grund zu glauben, dass es tatsächlich so sein wird. Dass der letzte Triumph des Menschen, der Sünde, nicht ohne einen glorreichen Kampf von Seiten derer, die dem König von Zion verbunden sind, erreicht werden soll. Doch wenn wir wirklich wünschen, etwas Wirksames in diesem Kampf zu tun, ist es unerlässlich, dass wir die erstaunlichen Eigenschaften jenes im Papsttum enthaltenen Geheimnisses der Gesetzlosigkeit kennen und uns ständig vor Augen halten, mit wem wir zu ringen haben. Das Papsttum prahlt damit, die alte Religion zu sein. Und in der Tat,
Aufgrund dessen, was wir gesehen haben, geht hervor, dass es wirklich alt ist. Es kann seinen Stammbaum noch bis weit vor die christliche Zeitrechnung zurückverfolgen, mehr als 4000 Jahre zurück, und nähert sich der Zeit der Sintflut und des Turmbaus zu Babel. In dieser ganzen Zeitspanne waren seine wesentlichen Elemente fast dieselben. Und diese Elemente weisen eine besondere Anpassung an die Verdorbenheit der menschlichen Natur auf. Die meisten scheinen zu meinen, das Papsttum sei ein System, das man nur als lächerlich ablehnen und verspotten kann. Doch der Geist Gottes beschreibt es stets ganz anders. Jede Aussage der Heiligen Schrift zeigt, dass es wahrheitsgemäß beschrieben wurde, wenn es als Satans Meisterstück charakterisiert wurde, als seine vollendete Taktik, um die Welt zu täuschen und zu verführen. Weder die Staatsklugheit von Politikern, noch die Weisheit von Philosophen, noch die Findigkeit menschlicher Wissenschaft kann den Schlichen und Spitzfindigkeiten des Papsttums gewachsen sein. Satan, der es inspiriert hat, hat über sie alle wieder und wieder triumphiert. Die Völker, bei denen die Anbetung der Himmelskönigin mit all ihren abscheulichen Begleiterscheinungen zu allen Zeiten am meisten florierte, waren gerade die zivilisiertesten und vollendetsten und zeichneten sich in Künsten und Wissenschaften am meisten aus. Babylon, wo sie ihren Anfang nahm, war die Wiege der Astronomie. Ägypten, das sie in seinem Schoß aufzog, war die Mutter aller Künste. Die griechischen Städte Kleinasiens, wo sie Zuflucht fand, nachdem sie aus Chaldäa vertrieben worden war, waren wegen ihrer Dichter und Philosophen berühmt, zu denen Homer zählte. Und die Völker des europäischen Kontinents, in denen lange Zeit die Literatur gepflegt wurde, liegen ihr nun zu Füßen. Körperlicher Zwang wird zweifelsohne heute in ihrem Namen angewendet, doch es stellt sich die Frage, wie kommt es, dass dieses System vor allen anderen so die Oberhand gewinnen kann, dass dieser körperliche Zwang bewirkt, dass man seinem Geheiß Folge leistet? Man kann darauf keine andere Antwort geben als die, dass Satan, der Gott dieser Welt, seine stärkste Macht in ihrem Namen ausübt. Körperlicher Zwang war nicht immer auf der Seite der chaldäischen Verehrung der Himmelskönigin. Wieder und wieder wurde Kraft gegen sie aufgeboten, doch bisher hat sie jedes Hindernis überwunden, jede Schwierigkeit bewältigt. Cyrus, Xerxes und viele andere medopersische Könige verbannten ihre Priester aus Babylon und bemühten sich, sie aus ihrem Reich auszurotten. Doch dann fand sie einen sicheren Zufluchtsort in Pergamon, und Satans Thron wurde dort aufgestellt. Der Ruhm von Pergamon und den Städten Kleinasiens entwich, doch die Verehrung der Himmelskönigin schwand nicht. Sie stieg weiter auf und ließ sich auf dem Thron des kaiserlichen Rom nieder. Dieser Thron wurde gestürzt. Die arianischen Goten zogen rasend vor Zorn gegen die Verehrer der jungfräulichen Königin, und doch erhob sich diese Verehrung schwungvoll über alle Versuche, sie auszulöschen, und die arianischen Goten selbst lagen bald dieser babylonischen Göttin zu Füßen, die ruhmerfüllt auf den 7 Hügeln Roms saß. In modernerer Zeit vertrieben die weltlichen Mächte aller Königreiche Europas die Jesuiten, die Hauptbefürworter dieser Götzenverehrung, aus ihren Herrschaftsgebieten. Frankreich, Spanien, Portugal, Neapel, Rom selbst haben alle die gleichen Maßnahmen ergriffen. Und doch, was stellen wir heute fest? Dass eben dieses Jesuitentum sowie die Verehrung der Jungfrau über fast jeden Thron des Kontinents erhaben ist. Welche Bedeutung liegt doch in den inspirierten Worten, dass das Kommen des Menschen der Sünde mit der Energie der mächtigen Kraft Satans geschehen werde, wenn wir so die Geschichte der letzten 4000 Jahre betrachten. Ist dies nun das System, das in unserem eigenen Land von Jahr zu Jahr mehr Macht erlangt? Und kann man sich einen Augenblick vorstellen, dass laue, kompromissbereite, halbherzige Protestanten einem solchen System irgendwie die Spitze bieten können? Nein.
Die Zeit ist gekommen, da Gideons Erklärung im ganzen Lager des Herrn abgegeben werden muss. Zitat: Wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Ende Zitat. Von den alten Märtyrern heißt es, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Der gleiche selbstverleugnende, entschlossene Geist wird heute genauso sehr gebraucht wie je. Gibt es keinen, der bereit ist, aufzustehen und sich mit genau diesem Geist für den großen Konflikt zu gürten, der kommen muss, bevor Satan gebunden und in sein Gefängnis geworfen wird? Es kann doch niemand glauben, dass ein solches Ereignis ohne einen gewaltigen Kampf stattfinden kann, dass der Gott dieser Welt schweigend einwilligen wird, die Macht aufzugeben, die er tausende von Jahren ausübte, ohne dass sein ganzer Zorn erregt wird und ohne dass er all seine Energie und Fertigkeiten einsetzt, um eine solche Katastrophe zu verhindern. Wer steht also auf der Seite des Herrn? Wenn es die sind, die in den letzten paar Jahren wiederbelebt wurden und sich zu regnen begannen, nicht nur durch menschliche Erregung aufgerüttelt, sondern durch die allmächtige Gnade des Geistes Gottes, was für einen gnädigen Zweck hat das? Ist es nur, damit sie selbst vor dem kommenden Zorn bewahrt werden? Nein, sondern damit sie aus Eifer für den Ruhm ihres Herrn die Rolle von wahren Zeugen spielen, ernst für den Glauben ringen, der einmal den Heiligen übergeben wurde, und die Ehre Christi hochhalten, im Gegensatz zu dem, der auf gotteslästerliche Weise seine Vorrechte an sich reißt. Wenn die Diener des Antichristen ihrem Meister treu sind und nicht müde werden, seine Sache zu fördern, sollte dann von den Dienern Christi gesagt werden, dass sie ihrem Meister weniger treu sind? Wenn sich schon niemand anders regen wird, so wird mit Sicherheit der Aufruf an die großmütigen Herzen der jungen und heranwachsenden Diener Christi in der Herzlichkeit ihrer Jugend und ihrer ersten Liebe nicht vergeblich gemacht werden, wenn es im Namen dessen geschieht, den die Seelen lieben, dass sie in dieser großen Krise der Gemeinde und der Welt dem Herrn zu Hilfe kommen und dem Herrn unter den Helden, dass sie tun, was an ihnen liegt, um die Hände und Herzen derer zu stärken und zu ermutigen, die versuchen, den Strom des Abfalls einzudämmen und die Bemühungen derer zu widerstehen, die mit solchem Eifer und so blinder Unterstützung auf der Seite der gegenwärtigen Mächte darauf hinarbeiten, dieses Land wieder unter die Macht des Menschen der Sünde zu bringen. Um eine solche Rolle zu übernehmen und damit unter so viel wachsender Lauheit stetig und beharrlich fortzufahren, ist es unerlässlich, dass die Diener Christi fest bleiben. Aber wenn sie dazu die Gnade haben, dann nicht ohne letztlich eine reiche Belohnung dafür zu empfangen, und zu gegebener Zeit haben sie die feste und zuverlässige Verheißung, Zitat, wie ihr Tag ist, so soll ihre Kraft sein, Ende Zitat. Für alle, die wirklich ihr Teil als gute Kämpfer Jesu Christi erfüllen wollen, gibt es die stärkste und reichste Ermutigung. Wenn wir das Blut Christi im Bewusstsein haben, die Wärme und das Wirken des Geistes Christi in unserem Herzen verspüren, unseres Vaters Namen auf unserer Stirn tragen und nicht das Zeichen des Tieres und unser Leben genau wie unsere Lippen übereinstimmend Zeugnis für Gott ablegt, werden wir auf jedes Ereignis vorbereitet sein. Wenn wirklich solche Zeiten vor uns stehen, wie ich mich bemüht habe nachzuweisen, dann müssen wir so leben, fühlen und handeln, als würden jeden Tag die Worte des großen Meisters unserer Erlösung in unseren Ohren widerhallen. Zitat: Wer überwindet, dem werde ich geben, und mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Sei getrost bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Ende Zitat. Schließlich frage ich jeden Leser dieses Werkes,
ob es nicht einen Beweisgrund für Göttlichkeit der Heiligen Schrift sowie eine Enthüllung des Betrugs Roms enthält. Sicherlich, wenn auf den vorangegangenen Seiten eine Sache mehr als die andere bewiesen wurde, dann die, dass die Bibel nicht eine ausgeklügelte Fabel ist, sondern dass es heilige Männer Gottes ehemals sprachen und schrieben, wie sie durch den Heiligen Geist getrieben wurden. Was kann sonst die wunderbare Einheit in allen Götzensystemen der Welt erklären, wenn nicht die Tatsache, dass die in den ersten Kapiteln der Genesis aufgezeichneten Fakten wirkliche Geschehnisse waren, von denen die ganze Menschheit, denn es war ja auch die ganze Menschheit betroffen, in ihren unterschiedlichen Systemen deutliche und unbestreitbare Denkmäler beibehielt, wenn sie auch schon lange den wahren Schlüssel für ihre Bedeutung verloren haben. Was außer der Allwissenheit könnte noch vorausgesehen haben, dass ein System wie das des Papsttums je in die christliche Gemeinde Einzug halten und wirken und gedeihen könnte, wie es geschehen ist? Wie hätte es je Johannes, dem einsamen Verbannten auf Patmos, in den Sinn kommen können, sich vorzustellen, dass einige unter den bekenntlichen Jüngern des Heilands, den er liebte und der sagte, »Mein Reich ist nicht von dieser Welt«, all den Götzendienst und Aberglauben und die Unmoral des Babylon von Belsasar sammeln und in ein System bringen werden, dass sie das Ganze in die Gemeinde einführen, sich mit seiner Hilfe auf den Thron der Cäsaren setzen und dort als Hohepriester der Himmelskönigin und als Götter der Erde 1200 Jahre lang die Völker mit eisernem Stabe regieren werden? Menschlicher Weitblick hätte dies niemals tun können. Doch all dies hat der Verbannte auf Patmos vermocht. Seine Feder muss also durch den gelenkt worden sein, der das Ende von Anfang an sieht und der die Dinge nennt, die nicht sind, als wären sie. Und wenn die Weisheit Gottes jetzt so hell aus dem göttlichen Ausdruck »Babylon die Große« hervorleuchtet, in dem eine so unermessliche Fülle an Bedeutung steckt, sollte uns das nicht umso mehr dazu bringen, diese Weisheit zu verehren und anzubeten, die in Wirklichkeit jeder Seite des inspirierten Wortes aufgeprägt ist? Sollte das nicht dazu führen, dass wir mit dem Psalmisten sagen, »Darum halte ich alle deine Befehle für recht«? Die Gebote Gottes mögen für unsere verdorbenen und verstockten Gemüter manchmal hart scheinen. Sie mögen von uns fordern, zu tun, was schmerzlich ist. Sie mögen von uns fordern, auf Dinge zu verzichten, die dem Fleisch und dem Blut gefallen. Doch ob wir den Grund für diese Gebote kennen oder nicht, wenn wir nur wissen, dass sie von dem einen weisen Gott, unserem Heiland, kommen, können wir sicher sein, dass großer Lohn darin liegt, sie zu halten. Können wir blindlings gehen, wo immer uns das Wort Gottes führen mag, und in der festen Überzeugung ruhen, dass wir dabei dem Pfad der Sicherheit und des Friedens folgen. Menschliche Weisheit ist bestenfalls nur ein blinder Führer, menschliche Klugheit eine Sternschnuppe, die gewaltig beeindruckt und vom Weg wegführt, und die ihr folgen, wandeln in Finsternis und wissen nicht, wohin sie gehen. Doch wer rechtschaffen wandelt, wer nach dem Maßstab von Gottes unfehlbarem Wort wandelt, wird immer merken, dass er sicher wandelt und dass, welche Pflicht er auch zu erfüllen hat, welcher Gefahr er begegnen muss, großen Frieden haben die, die Gottes Gesetz lieben. Sie trifft kein Straucheln. Ich möchte hier abschließen mit ein paar Bibelzitaten, die mir sehr am Herzen liegen in Bezug auf das Buch, das hier zum Abschluss kommt. Psalm 55, Verse 16 bis 23. Ich aber rufe zu Gott, und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Er hat meine Seele erlöst und ihr Frieden verschafft vor denen, die mich bekriegten, denn ihrer viele sind gegen mich gewesen. Gott wird mich hören und ihnen antworten, er, der von alters her thront. Denn sie ändern sich nicht und sie fürchten Gott nicht.
Er hat seine Hand ausgestreckt gegen die, welche in Frieden mit ihm lebten. Seinen Bund hat er entweiht. Seine Reden sind süß, aber Krieg hat er im Sinn. Seine Worte sind sanfter als Öl, aber doch gezückte Schwerter. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Du aber, o Gott, wirst sie in die tiefste Grube hinunterstoßen. Die Blutgierigen und Falschen werden es nicht bis zur Hälfte ihrer Tage bringen. Ich aber vertraue auf dich. Matthäus 11, Vers 23 bis 30. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhoben bist, du wirst bis zur Hölle hinabgeworfen werden. Denn wenn du Sodom die Taten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es stünde noch heutzutage. Doch ich sage euch, es wird dem Lande Sodom erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dir. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, und wem der Sohn es offenbaren will. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich ende mit meinem Lieblingspsalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.